Hallo Leute, heute ist Samstag, der 11. Juli 2015. Wir haben es 12.06 Uhr und ich sitze mit zusammengekniffenen Augen vor dem Haus meiner Mutter und ihrem Freund in der Sonne und nehme meinen Vlog auf. Sonst mache ich das ja immer in den eigenen vier Wänden in Berlin, geschützt vor Sonne und Umwelt und Luft und Föhn und wie ihr hört. Aber heute und morgen wird es zumindest so sein, dass ich mal von woanders aus aufnehme. Ich bin jetzt übers Wochenende, wie gesagt, auf Rügen in Prora und versuche ein bisschen ja, auszuspannen. Ich habe zwar, wie ihr vielleicht erahnen könnt, den Rechner mit, damit nehme ich auch gerade den Vlog auf, aber ich versuche, das Arbeitsaufkommen so gering wie möglich zu halten. Ich war heute schon am Strand laufen ein bisschen. Ich glaube, 3 Kilometer habe ich in Summe geschafft. Habe gemerkt, dass das Laufen an der frischen Luft und vor allen Dingen mit so einem sandigen Untergrund ganz anders ist als auf einem Laufband. Also es ist deutlich anstrengender. Und mal gucken, ob ich es dann morgen auch wieder schaffe. Momentan sieht es ja, ein bisschen mit den Haaren spielen, sieht es ja relativ gut aus vom Wetter. Wenn man jetzt so mal hinter mich schaut, blauer Himmel, Sonne. Es sind, glaube ich, so um die 18 Grad momentan. Maximal wären es heute 20 hier. Der Strand ist trotzdem voll. Also die Leute sind zwar nicht im Wasser, aber sie liegen am Strand und tanken Sonne und ja, Entspannung. Ich werde gleich mit Jens nochmal nach Binz, glaube ich, fahren oder Bergen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Um ein paar Grillsachen zu holen. Heute Abend werden wir grillen. Hier gibt es so einen kleinen Grill, den kann ich euch hier mal kurz zeigen. Zack. Und da werden wir dann heute Abend hier zusammensitzen und bei schönem Wetter die Zeit genießen. Ja, und ansonsten mal gucken, was der Tag noch so mit sich bringt. Also wir haben es jetzt, wie gesagt, kurz nach 12. Ich werde nachher nochmal am Strand abhängen und ein bisschen anschmeißen. Und vielleicht auch noch ein bisschen was spielen heute. Mal gucken. Gegen 17, 18 Uhr kommt meine Mutter von der Arbeit zurück. Und dann wird das ein recht familienvoller, familienfreudiger. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Es wird ein familiärer Abend heute. Ja, das soll es eigentlich auch erstmal gewesen sein. Ich melde mich dann morgen Vormittag wieder bei euch. Mal gucken, ob ich es wieder draußen schaffe oder drinnen aufnehmen muss. Morgen soll es ja regnen den ganzen Tag. Das heißt, wir genießen heute noch das schöne Wetter und hoffen, dass es morgen auch noch einigermaßen angenehm ist. Also dann, habt einen schönen Samstag, kommt gut durchs Wochenende und dann bis morgen.